Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Jurassic World Evolution. So, wir schicken gleich mal wieder eine neue Expedition los. Das Geld dafür haben wir nämlich. Ich möchte natürlich noch ein bisschen Ankylosaurus weiter erforschen. Und wir sind hier gleich dabei, diese 100.000 pro Minute zu reißen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich könnte natürlich jetzt etwas dafür tun, meine Kapazität etwas zu erweitern, aber ich werde jetzt noch ein bisschen Forschung machen. Warte mal, Blödsinn. Ich wollte doch jetzt gerade gar nicht die Karte haben. Ich wollte das hier. So, Ruf läuft. Wir arbeiten dran. So richtig toll ist es noch nicht, aber starke Heilung der Haut. Okay, da haben wir wieder was Neues erforscht. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen besseren Zaun. Das ist ziemlich teuer, aber ich glaube mal, das wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn wir hier Zäune haben, die gut funktionieren. So, was haben wir hier? Nachladetempo wird besser. Was ist das hier? Hammond Entwicklungslabor. Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Hier könnte ich... DNA-Selektion erhöht die Saurier-Lebensfähigkeit in aufgewerteten Hemm- und Entwicklungslaboren um 20%. Das ist natürlich geil. Ich glaube mal, das werde ich als nächstes forschen, auch wenn es arschteuer ist. Puh. Eieiei, okay. Hier könnte ich das natürlich auch verbessern. Eieiei. Da geht ja noch richtig viel Geld raus. Ich sehe das schon kommen. So. Mal überlegen, wie ich das hier noch am gescheitesten ausbaue. Denn hier können wir nämlich schon noch ein bisschen Platz dazu tun, glaube ich. Damit die Saurier mit ihrem Gehege auch so richtig zufrieden sind. So, von hier aus. Wenn ich da nämlich jetzt noch einen zweiten Ceratosaurier reinstecken möchte, dann braucht man für den natürlich auch noch ein bisschen Platz. So, ist der Zaun dicht? Ja, sieht ganz stark danach aus. Ah, Fossilien sind da. Schön. Oh, hier gibt es auch gleich wieder Geld. Yeah. Und... Boah, sehr hohe Qualität. Geil. Okay. Und Corythosaurus gibt's auch. Super. Da freue ich mich doch. Mehr Saurier braucht das Land. So. Hier ist alles zu, wie es ausschaut. Ja, ich glaube schon. Nicht, dass uns der irgendwie ausbricht. Das fände ich nämlich jetzt ein bisschen kacke. So. Plöck, plöck und plöck. So, Kumpel, ist das jetzt endlich zu deiner persönlichen Zufriedenheit? Ha? Hat er das noch gar nicht gerafft, dass das jetzt hier sein Ding ist? Ich meine, hallo, das ist jetzt so viel größer. Huch! Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Okay. Ja, kann ich machen. Das andere kommt jetzt noch. Neues lebensfähiges Genom. Das ist schön. Da freue ich mich erstmal. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Auch wenn Sie dann zu töten beginnen. Denn das ist Ihre Natur. Aha. Okay. Ja, finde ich jetzt nicht so ganz lustig. So, warte mal. Wir bauen jetzt erstmal den Zaun hier noch fertig. So. Machen dieses komische Eck hier weg. Das sieht nämlich doof aus. So, Digga. Wo bist du jetzt? Komm her. Das müsste dir doch jetzt voll gut gefallen. Sehr gut. Okay. Soziale Gruppe 0 bis 3. Gut, gucken wir mal, dass du hier noch einen Kumpel kriegst. Sonst ist es ja ein bisschen sehr, sehr traurig. Grasland-Wald ist super, Größe passt. Ja. Gut, machen wir das erstmal.
gucken wir mal, dass wir einen schönen Ceratosaurus hinkriegen. Allerdings kriegt der jetzt eine andere. Der kriegt eine andere Farbe, oder? Nee, das hier bringt mehr Punkte. Okay. Dann nehmen wir doch den. Boah, ey, Alter, wie teuer. Oh, ich hoffe nur, dass das jetzt nicht schief geht. Alter, wieso sind die so schweineteuer, die Viecher? Manometer. So. Aber hey, das läuft doch hoffentlich. Also, wenn das nicht läuft, dann weiß ich es auch nicht. Muss ja irgendwie. Okay, Forschungszentrum könnte irgendwas forschen. Gucken wir doch mal. Gehege. Ja, Beobachtungsstation. 2 Millionen. Nee, ist klar, Leute, weil ich dafür ja die Kohle habe. Gebäude ist ja diese. Ist die. Ah, ja, nee. Brauchen wir auch nicht. Gebäude-Upgrades. Okay. Ich denke mal, das hier werde ich jetzt auf jeden Fall forschen. Es ist teuer, aber es wird sich lohnen, wenn ich das upgrade. Ha, jetzt habe ich noch 30.000. Oh, scheiße. Was ist denn jetzt los? Alter, wieso habe ich jetzt hier so eine miese Bewertung plötzlich? Geringe Vielfalt. Okay. Geringe Kapazität. Ah, die Leute sind. Ah, die möchten. Hier möchten mehr Leute hin. Okay. Ja gut, da müssen wir mal durch. Ach Gott, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld zusammenkriegen. Gewinnspanne sieht gut aus. Ja gut, da müssen wir jetzt halt ein bisschen Geduld haben, bis ich wieder so viel Kohle zusammen habe, dass ich mir den Spaß hier leisten kann. Oh Mann, ey, was eine Scheiße. So, die sehen hier 5 Saurier. Davon müssten sie ja eigentlich glücklich sein. Ja. So. Okay, ihr Lieben. Was kann ich sonst noch für euch tun? Damit ihr möglichst viel Geld reinbringt. Ich könnte natürlich nochmal Grabungsteam losschicken. Nochmal hier. In der Hoffnung, dass da dann auch noch irgendwas dabei ist, was mir Geld mitbringt. Wäre schön. Aber das mit der Vielfalt ist natürlich ein Problem, weil dafür braucht man dann wahrscheinlich gleich ein neues Gehege. Aber wir haben ja hier genügend Platz. Insofern ist das jetzt nicht so schlimm. Karte. Oh, hier sieht man wenigstens, wie viel Platz man hat. Das ist natürlich schön. Okay, hier ist der Eingang. Hier könnte ich noch Mega-Gehege hinstellen. Krass. So, hier so ein bisschen. Ah, was mache ich denn da am besten? Hier oben könnten noch Shops hin oder so. Und hier hinten ist eigentlich der perfekte Eck auch nochmal für ein Gehege. Aber ich glaube mal. Wenn ich hier so den Weg entlang führe und hier oben noch ein Gehege hinsetze, habe ich da auch noch was von. Ja. Klingt doch gut. Wir müssen das hier halt langsam erweitern, damit ich von den Gebäuden her nicht zu viele Kosten auf einmal habe. Weil das Problem dabei ist, wenn ich jetzt hier irgendwie einen neuen Komplex aufbaue, dann muss ich da gleich erstmal so einen Sturmschutzbunker hinsetzen. Und ein Schutzschild. Und ein Gehege, Beobachtungsteil und naja. Dafür habe ich jetzt gerade einfach noch nicht das Geld. Bis dahin müssen jetzt erstmal unsere freundlichen Pflanzenfresser das Geld verdienen. Ihr kriegt das schon hin. So, oh, das ist schön. Hohoho. Da haben wir gleich unseren zweiten Fleischfresser. Ich würde jederzeit mit Ihnen arbeiten. Das ist doch mal schön. Da kamen noch mal 50.000 extra dazu. Kein Problem. So. ACU, ihr habt hier mal wieder sowas zum Umschießen, bitteschön.
Ein Saurier mehr ist immer ein guter Saurier. Und Fossilien gab es hier ja auch irgendwie neue. Ah ne, ihr seid ja schon hier. Warte mal. Lass mal gucken. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ich verticken kann. Ja. Hoch. Okay. Das können wir jetzt sehr gut brauchen. Das hier sowieso. Okay, das war eine recht magere Ausbeute. Leider. Aber gut. Wir wollen jetzt mal nicht zu gierig sein. So, wo bist du denn? Der läuft natürlich so, dass der Heli das nicht sieht. Ist klar. Ich würde mich aber auch nicht gern abschießen lassen, da bin ich ehrlich. Armer kleiner Saurier kriegt jetzt gleich einen Betäubungspfeil ins Gesicht. Okay, also zumindest ist ein paar Treffer hat er abgekriegt. Bäm. Okay. Dann bitte einmal Saurier mitnehmen und hier reinsetzen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ist jetzt auch das richtige Gehege. Nicht, dass ich den zu den Pflanzenfressern reinsetze. Allerdings gibt das dann auch mal so richtig Party. Nein, lassen wir das mal. So, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier gleich mal so ein Strutonimus bastle. Warte mal. Sie wollten ein Strutonimus haben, der Immunreaktion-Modifikation hat. Aber ich glaube mal, ich baue jetzt erstmal das Ding hier aus. Was ist das? Es gibt gleich mal zwei Strom mehr, was ich hier brauche, Produkt aber okay. unterwegs. Das können wir auf jeden Fall gut brauchen. Diese Viecher sind schon scheiße teuer. Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. So, Kapazität war was, was die Leute doof finden. Muss ich mal gucken, ob ich genug Strom habe. Kleines Kraftwerk, du hast. Warte mal. Verwaltungsansichten. Wie viel Strom habe ich momentan? Verfügbarer Strom 29. Das sollte ja eigentlich reichen. Für ein Hotel. Ja. Okay, wo setze ich das am besten hin? Zustellung wurde abgeschlossen. Nee, das ist hier nicht ideal. Das setzen wir hier oben hin. Terraineinschränkungen, okay. Wieso geht das hier nicht? So, okay. Kommt das hier hin? So, denn wir brauchen hier noch ein Umspannwerk. Das muss hier auch gleich nebendran. So, Sturmabwehrstation covert das. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Das kriegen wir hin. Da freue ich mich doch, dass das so klappt. So. Ich hole mir jetzt noch mal ein bisschen Ankylosaurus. Den möchte ich wirklich ganz idealerweise ganz weit nach oben bringen, bevor ich ihn baue. So. Du bist Nummer 2. Oh, ein Sturm nähert sich. Okay. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Aber die Sturmabwehrstationen sind offensichtlich auch dazu da, mich vor Stürmen zu warnen. Finde ich natürlich gut. Sowas kann man gut brauchen. Okay. Meine Damen und Herren, bitte suchen Sie aufgrund der Verhältnisse Schutz auf, bis sich die Wetterlage gebessert hat. So. Das wird jetzt wieder mal so richtig scheiße für meine Parkwertung sein.
Okay, ich denke mal, ich muss hier dann irgendwann demnächst einen neuen Bunker hinsetzen. So einen neuen Schutzraum. Damit die ganzen Leute nicht so zwischendrin absaufen oder so. So, gucken wir doch mal, wie es unseren Sauriern geht. Karte, Saurier. Nicht, dass der jetzt hier durchdreht. Oh, die fühlen sich aber nicht sehr behaglich bei dem Wetterchen. Okay. Ja, wir fühlen uns nicht sehr behaglich. Ich merke das schon. Okay, wie geht's denn den anderen? Ich glaube mal, dass die alle davon nicht so begeistert sind. Ja. Wobei, die Triceratopse, die kratzt das erstmal nicht so. Was ist das jetzt hier? Kein Strom? Ja, das funktioniert doch eigentlich ganz gut hier. Wie ist es bei euch? Also die Pflanzenfresser sind da weniger gestresst. Okay, Sturm scheint aufzuklaren. Ja, es wird besser, okay. Ja gut, das ist doch schon mal sehr schön. Machen wir den hier wieder auf. Für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen. Die fühlen sich nicht sicher, okay. Ja gut, Leute, ihr saßt jetzt auch eine Weile im Bunker. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Okay, was bist du? Ankylosaurus, da kriegen wir auch noch ein bisschen weiter nach oben. Okay. Ah, ich denke mal, hier hinten muss ich tatsächlich so einen Bunker noch hinsetzen. Weil die Wege sonst zu lang sind. Boah, was ein Furz. Okay, kriegen wir hin. So, gucken wir doch mal, wo ist denn jetzt hier der Schutzbunker? Da. Müsste der hier nicht irgendwo? Oh, Gästeverwaltung, sehr schön. Da freut sich jemand. Ah, hier ist er. Schutzbunker. Ja, ich denke mal, den setze ich hier hin. So direkt neben das Gehege. Da passt der prima. Aber das ist hier offensichtlich sehr wichtig. Na, wo ist hier der Eingang? Gut. Passt doch prima. Mal gleich mal einen Schutzraum. Oh, hier gehen die Werte auch schon wieder ein gutes Stück hoch. Naja, klar, ich meine, wer fühlt sich bei dem Wetter schon angenehm, ne? Also, ich kann mir das gut vorstellen, dass die Leute sich da nicht so freuen. So, genetische Forschung, Gebäude-Upgrades. Gucken wir doch mal, was wir hier haben. Ist alles nicht ganz so billig. Die sind bessere Wartung der Gewehre, da haben sie ein schnelleres Nachladetempo, okay. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Wäre natürlich schön, wenn ich so langsam auch mal irgendwie ein neues Farbgen kriegen würde. So, gucken wir mal. Übersicht. Geringe Vielfalt. Annehmbare Zufriedenheit. Irgendwas fehlt hier noch. Nahrungsgetränke, Spaßbewertung. Okay. Muss ich hier noch ein bisschen mehr Shops und so hinsetzen, ne? Würde ich doch mal stark vermuten. Okay.
Dann füllt ihr mir bitte hier auf. Unterwegs zur Futterstation. Kein Problem. Kriegt ihr hin? Nicht, dass unsere freundlichen Raubsaurier hier Hunger haben und dann anfangen, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen oder so. Das wollen wir ja nicht. Oh, der hat Hunger. Okay. Naja, aber hier kommen dann gleich mal die Ranger rumgeheizt. Jawohl. Und sie hören wieder den lustigen Mexikaner-Sender. Oder Spanier-Sender oder was das ist. Du hast genug. Und du kommst jetzt hoffentlich gleich und holst dir die Ziege. Na komm, Kumpel. Siehst du nicht die Ziege? Hm? Na, 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 na. Wie wär's? Ziege? Hier läuft doch bestimmt eine Ziege rum. Die sehen schon toll aus. Hm. Wo ist denn hier die Ziege? Da war doch gerade eine. Ja, hier, die grast so fröhlich vor sich hin. Kumpel, siehst du die Ziege nicht? Ich sehe das schon kommen. Hier kommt gleich der Saurier so. Yeah, komm, rauf auf die Ziege. Erstmal pirschen. Und dann... Haps, yes, nom nom nom. Und er schmeißt sie nochmal in die Luft. So geil. Ich liebe das. Es ist einfach so, lecker, lecker. Okay, was hat er? Genügend Futter. Mhm. Ja, wenn ich mir so eine Ziege reinziehen würde, hätte ich auch erstmal genug. So voll der Ziegensnack. Okay, schauen wir doch mal. Wir wollen hier noch einen Laden hinstellen. Souvenirladen, Kleiderladen, Restaurant. Das klingt doch gut. Das könnte man hier hinpacken. Das passt vom Terrain her nicht. Okay. Dann müssen wir das ein bisschen weiter nach hinten tun. So, hier. Boah. Das sieht doch gut aus. Das wird nicht reichen. Dann müssen wir hier auch nochmal so ein Sturmschaden-Dingsbums hinsetzen. Ja gut, aber das ist natürlich nicht verkehrt. So, hier haben wir noch ein schönes Restaurant. Jawohl. Passt. Und so ein Anti-Sturm-Schadenteil kriegen wir hier auch noch hingepackt. So, warte mal. Ja. Das passt hier auch. Eine Saurier-Sichtbarkeit. Wo wollen denn die Gäste unterhalten werden? Hier. Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Naschkatzosaurus. Ach du Scheiße, okay. Schlimm. Also die Namen sind doch echt traurig manchmal. Aber wir wollen ja jetzt erst nochmal so einen Sturmschaden-Dingsbums hinsetzen. Ich glaube mal, das setze ich hier so direkt daneben. Das passt hier hervorragend. So, dann ist das hier nämlich auch erstmal abgesichert. Vor eventuellen unschönen Problemen. Leider ist hier erstmal dann auch der Urwald weg, aber okay. Ihr Lieben, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir haben unseren zweiten Sturm so überstanden, dass keine wilden Fleischfresser über die Besucher hergefallen sind. Scheint ihnen inzwischen auch ein bisschen mehr Spaß zu machen in meiner Bude hier. Und wir haben natürlich noch ein paar mehr Saurier. Also, es läuft ganz gut. Ich denke mal, wir können uns dann das nächste Mal anderen Dingen... Oh, was ist das denn hier? What the fuck? Hier brennt's. Ranger Team. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht so schön, dass es hier brennt. Wow. Heide Witzka. Wie gut, dass die Ranger in ihrem Jeep alles mit dabei haben, dass hier nichts kaputt geht. Mhm. Ich habe in meinem Jeep auch immer ganz viel Reparaturzeug mit drin. Klar. Ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Bis denn und tschüss.